Mr. Earl Strickland, beide aus den USA. Nick Warner hat jetzt Anstoßrecht und vergewissert sich hier, dass die Kugeln im Rhombus auch wirklich alle press liegen, was ja, wie vorhin schon erwähnt, sehr wichtig für ein gutes Break ist. Hier kann man schön sehen, wie auch ein relativ kleiner Spieler von nur 60 Kilogramm Körpergewicht mit der richtigen Technik ein enorm hartes und effektives Break ausführen kann. Zwei Kugeln sind gefallen. Als erstes muss Nick Warner jetzt die 3 in die Ecke spielen. Gute Ablage für die 4. Nicht ganz einfach, jetzt Ablage für die 5 zu spielen. Aber perfekt gespielt von Nick Warner. Die 5 in die Ecke. Die 6 in die gleiche Tasche. Die weiße tief angespielt, sodass sie über 2 Banden zu 7 läuft, die ihr jetzt in die Mitteltasche versenken kann. Jetzt braucht Warner nur noch 3 einfache Stöße, um die Partie zu gewinnen. Noch sind die Amerikaner die absolut überlegenen Spieler beim Poolbillard. Bei dieser WM hatte noch kein Spieler aus Europa oder Asien eine Chance, obwohl man dem einen oder anderen Spieler durchaus eine Überraschung zugetraut hatte. Hier springt Nick Warner die Weiße durch die enorme Wucht des Breaks glatt vom Tisch, sodass Earl Strickland jetzt wieder wählen kann, ob er aus dem Kopffeld heraus weiterspielt oder neu aufbauen lässt, um selber zu breaken und eventuell ein Ass zu machen. Earl Strickland prüft die Situation und entscheidet sich weiterzuspielen, da er ein offenes Frame liegen hat. Die 1 in die Ecke und die 2 am besten in die Mitte. Aber die Stoßkugel läuft zu weit. Earl Strickland muss seinen ursprünglichen Plan ändern. Er wird jetzt die 2 in die Ecke spielen und die Weiße über eine Bande zur 3 laufen lassen, die am anderen Ende des Tisches liegt. Zwei nicht ganz einfache Stöße, weil eine Ablage misslungen ist. Jetzt ein Druckball auf die 3. Die Weiße läuft zur Mitte des Tisches für die 4. Die 4 in die Ecke. Jetzt einfacher, gerader Zugball auf die 5. Die 6 mit einem einfachen Stoppball in die Mitte. Jetzt wird die Ablage schwierig. Die 7 ist einfach zu senken, aber 8 und 9 liegen dicht zusammen am anderen Ende des Tisches. Jetzt kann die geringste Abweichung zur Unspielbarkeit der 8 führen. Earl Strickland prüft das Bild sehr sorgfältig.
und die Ablage gelingt. Er spielt die 8 in die Ecke, die Weiße prallt gegen die 9, aber er kann sie jetzt in die Mitte spielen. Etwas Glück gehört beim Billard natürlich auch dazu. Wir befinden uns jetzt im 5. Satz dieser Partie, wo laut Reglement das Breakrecht erneut ausgespielt werden muss. Und sehen Sie, wie viel Gefühl für Tempo Nick Warner hier zeigt. Die Kugel läuft fast zentimetergenau an die ideale Position an der Bande und Nick Warner kann jetzt bestimmen, wer anfängt. Aber beim neuen Ball jedenfalls stößt der Gewinner des Ausspielens stets selber an. Wieder überzeugt sich Nick Warner, dass der Schiedsrichter die Kugeln ordnungsgemäß aufgebaut hat und geht zurück, um zu breaken. Eine Kugel ist gefallen und die 1 ist gut spielbar. Das ist das Mindeste, was man sich beim Breaken wünscht. Auch liegen alle Kugeln verteilt und offen auf dem Tisch, sodass ein guter Spieler wie Nick Warner eigentlich problemlos ausschießen müsste. Die 1 in die Ecke und die Ablage über 2 Banden zur 3. Wieder ist gut zu sehen, mit wie viel Gefühl Nick Warner spielt. Er wendet nur gerade so viel Kraft zum Stoßen auf, wie unbedingt nötig ist. Die 4 in die Mitte. Zugball auf die 5. Die 6 in die Ecke. Jetzt die 7. Aber hier unterläuft Nick Warner ein Fehler. Die Weiße bleibt in einer Position liegen, die es sehr schwierig macht, die 8 zu senken. Er hatte versucht, einen Zugball zu spielen, der aber zum Stoppball geriet. Die Weiße hätte tiefer angespielt werden müssen. Und Nick Warner verfehlt ganz knapp. Die 8 klappert im Loch, wie man sagt, und bleibt direkt davor liegen. Earl Strickland springt auf und freut sich, jetzt einen so leichten Sieg zu erringen. Noch einmal kreiden. Stoppball auf die 8. Die 9 gegenüber und die Partie ist gewonnen. Jetzt breakt Earl Strickland. Geht die Kös tauschen. 3 Kugeln sind schon gefallen und die Weiße ist ideal in der Mitte des Tisches liegen geblieben. Jetzt die 2 lang in die Ecke
Und achten Sie einmal darauf, wie schnell Earl Strickland spielt. Er ist wohl der schnellste Spieler dieses Turniers. Die kürzeste von uns gestoppte Partie von Earl Strickland dauerte genau 92 Sekunden vom Break bis zum Senken der 9. Die 3 recht schwierig in die Ecke. Gute Ablage für die 4. Und jetzt ein sehr schöner, fast perfekt getimter Zugball zur 6. Die 6 in die Ecke. Acht in die Mitte. Und die 9, kein Problem mehr. Wieder Break von Earl Strickland. Eine Kugel ist gefallen, aber diesmal hat er Pech. Die 1 liegt sehr schwierig zu spielen, genau an der Bande neben dem Mittelloch, und eine Kugel liegt genau zwischen der 1 und der Stoßkugel. Earl Strickland kann die 1 jetzt nur rechts außen treffen. Sie läuft dann nach links, während die Weiße nach rechts läuft, sodass wenigstens eine gute Safety-Position erreicht werden kann. Aber er hat noch einmal Pech. Die Stoßkugel prallt genau auf die Ecke der Tasche und läuft unkontrolliert an eine Stelle des Tisches, die Nick Warner leichtes Spiel verspricht. Nick Warner kommt an den Tisch. Die 1 lang. Und jetzt sehen Sie, wie man auch an schwierig liegende Stoßkugeln herankommt, nämlich indem man ein Knie auf den Tisch legt, was einem trotz großer Vorlage eine gute Stabilität gibt. Ein Fuß muss laut Reglement stets auf dem Boden sein, was gerade für Leute von nicht allzu großer Körperlänge oft ein Problem darstellt. Trotzdem ein sehr guter Zugball von Nick Warner, hin zur 3. In die Mitte. Die 4 jetzt in die Ecke. Die Weiße an die Bande laufen lassen, um die 6 in die Mitte zu spielen. Übrigens ist Nick Warner ein sozial engagierter Mensch. So fährt er oft vor Turnieren in ein örtliches Kinderheim, um dort kostenlos eine kleine Show-Demonstration seines Könnens zu liefern und den Kindern eine Freude zu machen. Und noch ein vorzüglicher Zugball. Jeder, der selbst Billard spielt, weiß, dass gerade Rückläufer sehr schwer zu timen sind. Laufen sie ein bisschen zu lang oder zu kurz, kann der nächste Stoß schon undurchführbar sein. Hier auch schön zu sehen, wie selbstverständlich Nick Warner die Stoßhand bei 8 und 9 wechselt. Wie gesagt, können alle Topspieler fast gleich gut mit links und rechts spielen. Nächstes Break für Nick Warner. Wieder fällt die für das Weiterspiel unbedingt notwendige Kugel. Hier entscheidet sich Nick Warner, statt des möglichen direkten Senkens in die rechte Mitteltasche, die 1 über eine Bande in die gegenüberliegende Tasche einzulochen, also zu bänkern, nur um eine gute Ablage für die 2 zu bekommen.
Der Banker gelingt problemlos und jetzt ist der Rest der Partie bei diesem weit offenen Frame kein Problem mehr. Die 2. Die 3. Druckball auf die 5. Die 6 mit Zugball in die Ecke. Und die 8 mit einem sehr schönen Druckball mit Linkseffet ins Mittelloch. Doch hier wieder einer dieser kleinen Fehler. Nick Warner breakt und keine Kugel fällt, sodass Earl Strickland jetzt wieder am Zug ist. Earl Strickland weiß, dass dies vielleicht seine letzte Chance ist und spielt enorm konzentriert. Man merkt ihm seinen unbedingten Siegeswillen an. Hier läuft ihm die Weiße etwas zu weit, sodass sie ohne Brücke nicht mehr problemlos zu erreichen ist. Er entscheidet sich, mit links zu spielen. Fast rutscht er hier noch aus, aber alles geht gut. Hier ein Blick auf eine der beiden Anzeigetafeln. Ganz unten an Tisch 3 ist unsere Partie notiert. Wir sind jetzt im 5. Satz und es steht 3-2 für Earl Strickland. Strickland breakt und auch bei ihm fällt nichts. Aber er hinterlässt Nick Warner eine schwierige Position. Er wird schon Mühe haben, die 1 für ein Safe zu spielen. Senken ist so gut wie unmöglich. Hier wird Nick Warner noch ein bisschen durch die am Nachbartisch laufende Partie in seiner Konzentration gestört.
Er kann es sich nicht mehr leisten, eine Partie zu verlieren. Es gelingt ihm, die Eins zu treffen, ja sogar fast sie doch zu senken. Aber dieser Fehlversuch lässt Earl Strickland jetzt wohl endgültig auf die Siegerstraße kommen. Diese Position dürfte für ihn kein Problem sein. Er überblickt noch einmal die Situation und spielt Kugel um Kugel zum Finaleinzug. Hier einmal über drei Banden mit perfekter Ablage auf die 5. Jetzt steht es 4-2 im 5. Satz für Earl Strickland. Ein Blick auf die Stoßhand, er hält das Kö beim Breaken etwas weiter vorne. Und Break. Sehr schön, eine Kugel ist wenigstens gefallen. Die 1 ist spielbar, wenn es auch nicht ein ganz einfacher Stoß ist. Er muss in die rechte hintere Tasche spielen und die Weiße ziemlich tief treffen, um Ablage auf die 2 zu bekommen. Hervorragend. Aber jetzt ist die Ablage auf die 3 nicht so gut gelungen. Sehen wir, was er macht. Vielleicht wird er die 3 in die rechte Tasche spielen und die 9 als Stopper benutzen, damit die Weiße nicht zu weit läuft. Oder er lässt die Weiße um die 9 herumlaufen. Sehr gut gespielt, aber immer noch eine schwierige Position. Aber ein super Stoß. Der Rest ist kein Problem mehr.
5:2 im letzten Satz, 3:2 nach Sätzen gegen die Nummer 1 in der Welt, Nick Warner. Und sehen Sie, wie Earl Strickland sich freut. Er ist im Finale der ersten offiziellen Poolbillard-Weltmeisterschaft. Glückwünsche von Schiedsrichter und Publikum.